Erst ich fahre so wie jeden Jung, musste einen Kampfsport. Und danach suche einen Sport zu machen, die man ist stark und. Und ich finde erste Kickboxing und mein alter Trainer war Kickboxer und Muay Thai Kämpfer auch. Und danach ich anfange mit Muay Thai. So das gefällt mir in Muay Thai, weil die Muay Thai ist Kraftsport und Fitnesssport und auch wenn Selbstverteidigungssport und man kann benutzen ganz Körper. So du brauchst vor Muay Thai. Muay Thai heißt 8 Waffen Sport. So du benutzt deine Schläge, deine Ellbogen, dein Knie und dein Fuß. Plus die Clinch. Mein Name ist Ratib Hatahed. Ich bin 37 Jahre alt. Habe 3 Kinder, eine Frau und 3 Kinder. Ich komme aus Syrien. Ich trainiere Thai-Boxing seit, ich glaube, 20 Jahre. Ich komme aus Syrien September 2015. So, ich bin hier seit 3,5 Jahren, ich glaube, hier in Deutschland. Erste, ich habe geplant zu gehen auf Syrien, weil die Krieg. Und danach, ich habe gefragt für Leute und wir finden, dass Sport in Deutschland ist besser als andere und die deutschen Leute es lieben mit den Ausländern. Viele Leute haben gesagt, wenn du brauchst, wirklich gut Ziel zu finden und die anderen, du musst nach Deutschland gehen. So, ich anfange als Sportler normalerweise, Langzeit. Und danach, unser Trainer, er macht schon Arbeit mit uns und er schickt jeden Altkämpfer, du machst eine kleine Gruppe. Und Trainer tut diese Gruppe. Und in dieser Zeit, ich war Trainer und Sportler in Gleichzeit. So, ich helfe meinem Alttrainer als Kleintrainer, Second Trainer, Second Coach. Und ich trainiere als Kämpfer. Und um 2008, ich habe mein richtig Arbeit als Trainer. Ich mache Sport in Syrien, danach ich bekomme als Sportler in Syrien Mannschaft. Und danach, wir gehen nach so viel Wettkampf und ich bekomme mehr als einmal Weltmeister. Und um 2012, ich war die Nationalteam-Trainer in Syrien, von 2012 bis 2015. Gefällt mir als Trainer ist, wenn du findest, die Leute Respekt dir und möchtest von dir zu lernen oder zum Beispiel zu sein, like kleine Kopie auf dich. So, du findest das schon, wenn du gehst nach einer Kindergruppe und ein Kind danach gehört, das Kind sagt, okay, wenn 10 Jahre, ich möchte zu alles mein Coach sein. Das wirklich gefällt mir. Normalerweise, ich trainiere selber, wenn, als Trainer, nicht als Sportler, 3 bis 4 Mal per Woche mit meinem Team. Aber wenn ich habe einen Wettkampf selber, ich trainiere 2 Mal per Tag, 5 bis 6 Tage per Woche. Mein letzter Kampf war im November. Man kann Kampf jeden Monat, aber du musst suchen, guter Kampf und gute Organisation. Die Schuhe ist jetzt K1, Waco und Muay Thai. Es ist Olympisch Sport. Und es bekommt vor das erste Mal um 2020. Und mein Ziel ist, wenn ich gehe mit ein oder mehr, ich hoffe, Sportler nach Olympisch Sport. Von Rostock und von Deutschland. Ich finde, Muay Thai ist wirklich toller Sport. Nicht nur Kampfsport. Muay Thai ist gut auch für Kraft. Für Fitness. Es ist Fitness-Thai-Boxing auch. Und die Thai-Boxing kennen nicht die Alten, zum Beispiel 60 Jahre oder 6 Jahre. Thai-Boxing ist möglich für alle Leute. Frauen und Männer, Kinder und Erwachsene auch. Und das gefällt mir, wenn alle Leute kommen und probieren mit uns und trainieren. Wenn unsere Gruppe so viel und größer ist.